Recht herzlich willkommen zur 72. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal hatten wir hier Busse optimiert und so weiter. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da noch machen können. Das mit den Bussen optimieren, da war ich dann überlegen. Wir hatten ja hier in Radolfzell, glaube, zwei Busse fahren, die nacheinander fuhren und relativ voll waren, ne? Sind die jetzt hier oben irgendwo unterwegs? Müssen wir mal gucken. Nee, wohl nicht. Keine Ahnung, wo die lang gefahren sind. Ah, nee, das sind zwei LKWs. Da ist der erste. Okay, der fährt jetzt nur mit 24 Passagieren da hoch, weil der hatte letztens 100, da habe ich gedacht. Okay, da geht was. Und der hat jetzt wie viel? 0 Passagiere. Okay, nach da oben wahrscheinlich. Fährt niemand hin, bis auf den ersten Bus. Wo fahren dann diese vielen Leute hin und her? Das ist die Frage, ne? Ich glaube, wir sollten uns mal über Bushaltestellen informieren, ne? Markerliste nicht. Touristenziele nicht. Warnliste. Stadtliste. Haltestellen ist über der erste, ne? Krass, oder? So, nicht die Bezeichnung, sondern wartend. Da müssen wir mal jetzt gucken. Zu das mal hier in der Mitte. Wo viele warten, ne? Aufsteigend. Machen wir absteigend. Döbeln, Waldweg, da warten viele. Aber wo wollen die hin? Welche mit dem Schiff wahrscheinlich weg. Hardexen auch Schiff. Kann man doch auch. Zielort Wehrmenge. Okay, ist auch gut. Heerstraße Altenau. Altenau, wo ist denn hier Meierstraße Hafen? Das ist dann die Frage. Jetzt müssen wir hier auch noch, warte mal, das ist. Können wir doch einstellen, was er uns anzeigt. Nur Bushaltestellen, ne? Dann haben wir sie rausgenommen, oder? Nee. Ändert sich nichts dadurch. Wirklich. Namenfilter, nein. Das ist da falsch. Wir machen das da. Nehmen Passagiere an. Aber Passagiere nehmen sie wahrscheinlich alle an, ne? Ab Passagiere. Ich glaube, das ist jetzt hier der falsche Filter. Keine Verbindung. Spezialfilter muss man erst anmachen, oder was? Typen. Ah, hier ist es. Und jetzt das. Und jetzt sollte der Filter gehen, oder? Aber jetzt aber trotzdem das aus. Ach, Filter an müsste man machen, ne? So, dann läuft's auch. So, Passagiere, Hardexen, Baustoffhandel, warten. So viele Passagiere warten da? Kann doch nicht sein, oder? Warten 500 Passagiere. Altenau, ist das der Hafen hier drüben? Ja, gut, die wollen alle noch darüber. Das heißt, der Bus, der dazwischen pendelt, ne? Wie ist denn das? Ist das gleichzeitig der Stadtbus? Den habe ich jetzt nicht erwischt, jetzt aber. Fahrplan. Jo. Der fährt viele Strecken für umsonst, sozusagen, ne? Das bedeutet, wir müssen mal gucken, dass wir da jetzt was machen, dass der Personenverkehr darüber geht, ne? Können wir denn hier langfahren?
Bis prinzipiell nur bis hier, ne? Die Linie verlängern von da nach da. Macht das Sinn? Straßenbahn oder sowas? Ich da jetzt ein Straßen. Da ist ja die optimale Stelle dafür, oder? Geht nicht. Geht auch nicht. Also, der Bild möchte wirklich schon hier so ein Stück haben, ne? Sollte man da eine Straßenbahn bauen? Ja, sollte man. Machen wir doch mal. So, jetzt geht's auch. So, gucken wir gleich rein. Gibt keine Züge dafür. Alles klar. Liegt aber vielleicht noch daran, dass wir keine Oberleitung haben. Gut. Haben wir jetzt Züge drin? Ja, jetzt haben wir Züge drin. Alles klar. So, das bedeutet, wir müssen mal ein paar Straßenbahnen. Haltestellen bauen. Der würde sogar über diese fahren, habt ihr gesehen, aber das möchte ich dann doch nicht. Gut, da lang. Da lang. Das ist jetzt nur eine eingleisige Spur, ne? Ist halt so. So passt, glaube. Gleise müssen wir dann noch elektrifizieren. Und passt auch. Gut. Falschen Button erwischt. Den daneben brauchen wir. Den ziehen wir da rein. Ich wollte es brauche ich auch nicht zumachen, fällt mir gerade so ein. So, jetzt in das Depot rein. Und dann kaufen wir den ersten, ne? Wie kann der? 71 Passagiere. Das ist doch schon mal was, oder? Machen wir eben einen Fahrplan, der von dort nach, wo ist die zweite Haltestelle hier auf der Strecke? Da geht. Hier ist auch noch einer. Ist das die Haltestelle? Ja. Da geht und nach da geht. Und dann Rückfahrkarte ziehen und passt. Dann ist es eine neue Linie und die neue Linie heißt Straßen, Stadt, Straßenbahn muss es heißen. Nee. Müssen wir anders in Stra Bar. Altenau Hardegg Sonn. Dann machen wir noch ein Minus zwischen, dann sieht das noch ein bisschen schicker aus, ne? Straba Altenau Hardegg Sonn. Enter. Und fertig, oder? Steht da auch. Das heißt, die kann starten. So, dann müssen wir den Bus da aber noch runternehmen. Der braucht dann nicht mehr lang fahren. Die holen wir uns rein, gucken uns die an. Und wollen hoffen, dass die da alle einsteigen jetzt. Leute drinne. Jetzt habe ich den Bus nicht erwischt. Das ist doch cool, oder? Jetzt habe ich den Bus und der müssen wir überlegen, der fährt jetzt diesen Ort ab. Das ist überhaupt kein Problem. Der fährt diese Bushaltestellen auch alle ab. Der braucht aber gar nicht nach Altenau fahren, weil Altenau wird definitiv schon mal angelegt von dem
Dingens, die Straßenbahn. Also das heißt, der Bus kann die Linie geändert haben. Da machen wir eine Linienänderung rein, dann na, können wir auch über diesen Weg gehen. Und der ist auch schon uralt, ne? Wie man sieht, der ist ja schon blau. Linie ändern. Das kann man definitiv rauslöschen. Alles, was mit Altenau ist, kann raus. Karl Benz ist da. Nummer. Altenau Ostwald. Ich glaube noch einen vorher. Altenau Ostwald. Das war hier bei der Fabrik, ne? Ja, genau. Und Haseng-Platinenstraße kann er, muss er auch nicht machen. Hadexen. Da unten ist er. Gibt es die Nummer? Ja, ganz oben. Die ist weg. Da muss er hinfahren und hier zum Wechsel, ne? Damit die dann weiter können. Dann passt das schon. Dann ist der nur noch für die kleine Strecke zuständig. Jetzt müssen wir nur gucken. Der kommt da, fährt zur Baustoffhandlung, ist klar. Nach Ahorn ist auch klar. Wo ist Ahorn? Der muss da rechts irgendwo sein, oder? Ah ja, da. Dann dahin, dahin, dahin. Passt wieder. Den letzten können wir noch rauslöschen, weil das gleichzeitig der erste ist. Passt. Gut. Läuft, würde ich sagen, ne? Und wie hieß die Linie? Altenau-Hadexen. Können wir jetzt umändern in Stadtbus Hadexen. Wunderbar. Erledigt. Strava fährt nicht mehr in meinem Dingens. 138 am Rückweg. Auch gut, oder? Wir bestehen hier jetzt. Einer. Gut. So, den. Ah, guck, da fahren die beiden übereinander her. Der hat noch 58 Passagiere dran, aber das war jetzt noch vielleicht von was anderem, oder? 142 wieder voll. So, Strava fährt. Er fährt mit einem durch die Gegend. Gucken, wie viel er hat. Die Strava hält jetzt das erste Mal da an. Zusteigen kann keiner, aber vielleicht steigt einer aus. Na, irgendwas ist da passiert, weil da eine Zahl hochging, oder? Drei Passagiere sind da unten eingestiegen. Die Strava kriegt jetzt die Kirche auf der zweiten Seite, kann das sein? Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ja, doch. Er hat da unten 10 Gäste, die er da einsammelt im Ort. Die Straßenbahn fährt wieder. Sieht gut aus, oder? So, jetzt kommt er zum Hauptbahnhof mit 10 Personen da drin. Und kriegt einen zum Verteilen, weil er auch nur zu dieser Triglavstraße fährt. Okay, da ist auch noch nicht so viel los in dem Bereich der Haltestelle. Gut. Fährt da dahin und den lädt. Kriegt er wen mit? Jo, fährt sogar einer über die Baustoffhandlung weiter. So, da hinten sind wieder 142 eingestiegen. Und die Straßenbahn fährt zurück. Da unten ist jetzt einer und wird. Jetzt kriegt er für den Ort die Person, der kleine Bus. 37, okay, geht. Bus ist groß genug dafür, lass mal fahren, oder? Strava da oben, 142 Passagiere. Drei fahren zum Baustoffhandel. Und der Rest fährt über. Also, die fahren woanders hin, aber alle fahren geradeaus. Das heißt, die Strava ist jetzt komplett voll, ne? 14 von 18 hier unten läuft, würde ich sagen, ne?
Da ist jetzt nur noch einer drin. Fährt jetzt an der Kirche vorbei. Ahornstraße oder so ist die nächste jetzt, ne? Ja. Da hat er Vierer dazu genommen. Letztes Mal hatte er 10. Ich glaube, da ist jetzt keiner mehr zwischen, ne? Nee, okay, das hat sich dann... Okay, der wird wahrscheinlich dann miese einfahren im Endeffekt, aber der Gewinn basierte halt hier auf der Straßenbahn, ne? Da müssen wir dann gucken, wie es weitergeht. Okay. Ich würde aber sagen, für die Folge soll es erstmal reichen. Wir haben eine Straßenbahn eingeführt und gucken jetzt, dass wir da irgendwann mal sehen, dass die da weniger werden. Guck mal, da ist nochmal wieder voll. Müsste man einmal schnell vorlaufen lassen, ne? Die ist jetzt auf dem Rückweg, kommt da gerade rein. Das wird nicht weniger, die war jetzt gerade da, meine Güte. Zu überlegen, ne, ob das sich dann mit einer zweiten Bahn noch, die irgendwo eine Ausweich hat oder so, rentiert, dann müsste man dann gucken, wo man die ausweichen lässt. Das ist die nächste Frage. Ja, muss so sein, denn, ne? Vielleicht legt man sie hier parallel und da können sie ausweichen dann. Aber ist das die Mitte, ist die Frage. Na, wahrscheinlich nicht. An der Oststraße wird die Mitte sein, definitiv. Dann würde man hier vielleicht das erweitern. Gut, okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.